Hallo ihr Lovelies und herzlich willkommen zum Juni-Ausblick für das Sternzeichen Löwe oder falls du den Löwen im Aszendenten hast, im Mond oder in einem der anderen Planeten, feel free hier reinzugucken. Bei mir ist es so, ich unterteile das in die drei Dekaden, also je nachdem in welchem Zeitrahmen du geboren worden wurdest, kann es sein, dass auch nur der bestimmte Part für dich eine Bewandtnis hat. Unabhängig davon, guck dir auch gerne alles an. Wir sind ja immer noch in einer kollektiven allgemeinen Legung. Ne? Dementsprechend kann natürlich auch sein, dass wenn du in der dritten Dekade geboren wurdest, aber hier in der ersten dich eher stimmig fühlst, dass es dann auch eher was für dich ist. Nimm mit, was sich für dich richtig und wichtig anfühlt und den Rest, den lässt du einfach bei mir. Alle Infos zu den verwendeten Kartendecks findest du auch bei mir in der Infobox. Einfach auf den Titel klicken, dann klappt die sich auf. Ja, dann starten wir mal mit der ersten Dekade hier, der Löwen. Und da fällt schon direkt der Tod raus. Transformation ablösen. Ja, eine Verwandlung findet hier statt. Und wir haben die drei der Münzen auf dem Kopf. Ist schon so ein bisschen Unzufriedenheit sich hier zeigt. Vielleicht auch Prüfungsangst, mangelnde Wertschätzung. Mal gucken, was das Gesamtbild nachher so hergibt. Ja, Prüfungsangst brauchst du hier aber eigentlich gar nicht haben, ne? Das sorgt hier nur für Blockaden. Was kriegen wir denn noch? Chaos Queen ist rausgefallen, so ein bisschen in, oh, Disbalance. Die Eiskönigin ebenfalls. Vielleicht mangelt es hier gerade so ein bisschen am Gefühl bei dem einen oder anderen Löwen. Okay, hier findet aber auch noch ein Durchbruch statt. Ja, eine Transformation ist ja etwas, was länger benötigt. Das ist ja nicht mit einem Tag getan. Ne? Und von daher kann das bedeuten, dass sich hier ein Prozess ankündigt, der aber jetzt hier vielleicht auch einen Turmmoment für den einen oder anderen mit sich bringen könnte. Grundsätzlich haben wir hier, wie ich schon sagte, ne, so ein bisschen Prüfungsangst drin liegen. Vielleicht auch eine Verschwendung der eigenen Ressourcen aufgrund dessen, dass Angst ist, jetzt hier wirklich in die Fülle zu gehen. Die zeigt sich hier aber schon mit den 9 der Münzen. Hier ist eine Anerkennung drin, hier ist auch vielleicht ein Glücksfall drin. Hier geht es um Fülle, ja, um Unabhängigkeiten, um ja die Früchte deiner harten Arbeit zu ernten. Du musst keine Angst vor der Fülle haben, die auf dich zukommt. Aber das scheint hier so ein bisschen zu Angst dabei zu sein. Gerade im Hinblick auf, ich würde nicht sagen Prüfungsangst, aber dass du schon so, ja, vielleicht dich auch selbst auf den Prüfstand stellst, kannst du das dauerhaft erreichen. Das ist so ein bisschen dieser Druck, der sich zeigt wie jemand, der einen super Hit oder ein super Buch geschrieben hat und dann in der eigenen Erwartungshaltung ist, das beim nächsten Mal mindestens wieder zu erreichen, wenn nicht sogar zu übertreffen. Aber das Leben ist ja nicht linear, sondern es ist ja so, ne? Das Leben hat immer Ups und Downs. Weil nur so können wir auch lernen, so heben wir nicht ab. Stell dir mal vor, das würde immer so gerade nach oben gehen. Huh, was kommt da für ein tiefer Fall, wenn mal irgendwas nicht hinhaut? Ne? Kennt man ja bei ganz vielen Menschen, ne? Sehr abgehoben, sehr, sehr dominant und dann auf einmal fallen sie auf die Nase und wissen nicht mehr, was sie machen sollen. Das ist nun mal selten der Fall. Die Herrscherin, wie ich schon sagte, ist so ein bisschen die Chaos-Queen. Ne? Hier ist Verwilderung drin, hier ist das Aufopfern drin. Selbstaufgabe könnte hier eine Gefahr sein. Grundsätzlich zeigt es auch so ein bisschen das Bedürfnis nach Selbstpflege. Ja, es geht hier um materialistische Ansichten, um Unsicherheiten, um Unzufriedenheiten. Und vielleicht auch das emotionale Überwältigtsein. Aufgrund des Erfolges, der sich hier einstellen möchte. Und wie gesagt, die Angst davor, dass es beim nächsten Mal nicht so werden könnte, ist normal. Ne? Es ist manchmal auch das Glücksspiel, was damit einhergeht. Rat der Schicksal ist hier übrigens auch für Glück stehend. Das Glücksspiel, was eine Rolle spielt, bist du zur richtigen Zeit am richtigen Ort, um das und bringst auch noch das richtige Produkt, ganz gleich, was es jetzt ist, raus, um damit Erfolg zu haben. Gerade in der heutigen Zeit, wo so viel sich so schnell wandelt, setzt dich damit nicht selbst unter Druck.
Ja, das blockiert letztendlich eigentlich nur deine eigenen Emotionen, deinen eigenen Optimismus und sorgt hier auch so ein bisschen für eine Blockade. Der Narr ist der Neuanfang, ist auch manchmal eine Lehre, die benötigt wird. Also nicht die Lehre im Sinne von Lernen, sondern die Lehre im Sinne von Empty, wo es darum geht, wieder neue Fülle empfangen zu können. Eine absichtliche Lehre, um neue Dinge zu empfangen. Der Narr ist aber auch so eine kindliche Aufregung. Vielleicht ist es genau das, was du jetzt auch wieder brauchst, um aus diesem Druck des Erfolges herauszugehen, wieder zurück in die Energie des Anfangs. Wie war es am Anfang, ne? Dieses Aufgeregtsein, dieses etwas Neues fängt an und du bist so Step by Step by Step mit dieser ganzen Angelegenheit gewachsen. Hol das Kindliche in dir wieder zurück, diese Freude, diese einfache, pure Freude und versuch mehr in diese Energie wieder zurückzufinden, um auch das Neue jetzt anfangen zu lassen, weil genau das ist es, was es braucht. Das Rad des Schicksals kündigt hier schon einen neuen Zyklus an. Das Rad des Schicksals steht natürlich auch für Glück. Es geht um Schicksal, es geht um deine Entscheidungen. Wie ich auch immer gerne sage, und das habe ich auch bei anderen Sternzeichen schon erwähnt, das Schicksal haben wir immer selbst in der Hand. Wir entscheiden uns, welchen Weg wir gehen. Ja? Und denk dran, das Leben ist immer so. So wäre komplett langweilig, weil da überhaupt nichts passiert. So ist natürlich auch ganz, ganz absolut nicht gut, aber manchmal geht es auch so. Grundsätzlich, die Parabel des Lebens lässt sich meistern. Wie ich schon sagte, Schwertkönigin auf dem Kopf ist so diese Energie von Eiskönigin, ne? Kälte, bringt auch so ein bisschen dieses Einsame mit sich, ne? Kleinlichkeit und gerade wenn emotional etwas blockiert ist, dann ist man auch sehr schnell angegriffen, ja, oder fühlt sich angegriffen, weil die Emotionen nicht so wirklich fließen. Es ist blockiert. Es möchte dich jemand rauslocken aus deiner emotionalen, ja, Eisstarre und dich wieder aufwärmen. Und das kann hier durchaus mit dem Turm eine Bewandtnis haben. Der Turm ist auch Feuer, wird dem Planeten Mars zugeordnet und steht eigentlich für dein Verlangen, für dein Handeln. Es ist eine männliche Energie. Man sagt zum Turm natürlich auch Phallus und möchte dich aktivieren. Und dafür muss etwas zerstört werden. Es kann durchaus sein, dass jemand sehr männliches in der Lage ist, hier wirklich mal so einen Blitz in deine Richtung zu schießen, um einfach auch dich wieder aufbrechen zu lassen, damit eine zarte Knospe endlich aufblühen kann, weil das genau das bist du. Die drei der Stäbe hier auf dem Kopf, das ist so ein bisschen die hohen Erwartungen, die ich schon angesprochen hatte, ne? Zu visionär, zu hohe Erwartungen, zu viele Ängste, die hochkommen, eine blockierte Bewegung, eine Verzögerung, das Warten auf Ergebnisse. Warten ist prinzipiell schon schlecht. Ja, wer wartet, der wartet bis in die Unendlichkeit. Ja. Auch wenn mal etwas scheitert, weil auch das sagt es bereits, ein Scheitern eines geschäftlichen Unterfangens, eine Enttäuschung. Es kann immer mal passieren, dass etwas nicht so fruchtet, wie du es erhofft hast. Du findest es ganz toll, die Masse findet es total schrecklich. Wie ich schon sagte, es ist auch manchmal das Glück, was mit reingrätscht, dass du wirklich zur richtigen Zeit am richtigen Ort mit dem richtigen Produkt bist, um wirklich einen Erfolg daraus zu ziehen. Nimm diese Erwartungshaltung raus. Wie gesagt, zurück in die kindliche Neugier. Und gerade das Kindliche, dieses, was anfängt, hat dich in der Situation dahin gebracht, dass du Erfolg hast. Aber kurz vorm Erfolg kommt die Angst hoch. Was ist, wenn du es nicht wieder schaffst? Ist völlig egal. Mach es einfach. Und gucke, was daraus wird. Aber achte darauf, dass du hier nicht ins Chaos gefällst und auch nicht in diese blockierten Emotionen fällst und ja, dir selbst die Freude an der ganzen Angelegenheit nimmst, ne? Rausnehmen, definitiv rausnehmen, aber dafür ist die Transformation auch da. Es ist eine Zeitspanne deines Lebens, wo jetzt etwas gewandelt werden darf, neue Sichtweisen, neue Perspektiven, damit du in der Lage bist, hier auf zu neuen Horizonten zu fahren, dich neu zu entfalten, weil das ist nämlich aktuell hier auf jeden Fall etwas blockiert. Ja, geht natürlich auch primär um das Berufliche, aber gerade weil wir hier auch so ein bisschen die emotionale Blockade drin haben, kann es natürlich auch auf das Privatleben auswirken. Wir schauen mal weiter. Vielleicht schließt die zweite Dekade an, vielleicht gibt es aber auch was grundsätzlich anderes. Wir werden es sehen.
Der Herrscher ist hier schon mal rausgefallen in der zweiten Dekade und die Welt. Vollendung, Erfüllung zeigt sich hier, neue Strukturen, Rationalität, ein bisschen Sturköpfigkeit, aber notwendig, wenn es darum geht, hier in die Wunscherfüllung zu gehen. Vier der Kelche auf dem Kopf bedeutet so viel wie, hier ist ein bisschen Frustration und Unmut drin, aber auch das Ende von Stagnation und Langeweile. Ja, du wirst hier neu aktiviert. Oh, Kelchkönigin. Sehr gefühlvoll, sehr zärtlich, sehr sinnlich. Die Drama Queen ist rausgefallen, also auch hier ein bisschen Drama. Oh, ich weiß jetzt gar nicht mehr, welche zuerst rausgefallen ist. Ist egal, wir machen es einfach mal irgendwie. Oh, auch hier, Turm und Tod. Auch hier geht es in der zweiten Dekade in eine Transformation. Was kriegen wir noch? Die drei der Münzen. Und die sieben der Schwerter. Ja, grundsätzlich kannst du es hier mit einer anderen Person zu tun haben, mit dem Herrscher, sehr männlich, sehr strukturiert, sehr rational, die Vaterfigur. Jemand, der selbst schützend ist und das auch anderen lehrt. Der Herrscher kann natürlich auch für das Sternzeichen Widder sein, kann aber auch ein Aspekt von dir sein, ja, dass du wirklich sehr feurig bist, dass du zum einen die sanfte Kraft des Löwen bist, aber auch die sehr sture Kraft des Widders in dir trägst. Ja, kann, muss natürlich nicht sein. Wir haben hier das Thema Wunscherfüllung, Vollendung mit der Welt. Hier wird etwas beendet, hier wird Karma beendet, hier kommt wieder Harmonie rein. Hier gibt es ein Happy End. Das zeigt sich hier schon. Und wie ich auch schon hier sagte, hier geht es raus aus der Stagnation. Ja? Zeit der Selbstreflexion ist vorbei. Hier findet eine Aktivierung statt. Das sehe ich schon mal in erster Instanz. Wir haben hier so eine kleine Konfliktsituation liegen. Das kann zum einen komplett deine eigene Energie sein. Es kann aber auch sein, dass du es noch mit einer anderen Person zu tun hast. Ja, du liegst hier als Kelchkönigin sehr, wie ich schon sagte, sehr gefühlvoll drin. Du bist eine sehr zärtliche Person, sehr empathisch, du gibst dich deinen Projekten hin, deiner Familie hin, du bist sehr mitfühlend, du hast eine sehr gute Intuition, du bist emotional sehr intelligent und du führst auch mit dem Herzen. Du bist auch ein Mensch, der andere heilt. Du hast so ein bisschen die gleichen Aspekte wie der Kelchkönig, ne, Gefühlsklärung. Jetzt haben wir hier aber so eine kleine Drama-Queen liegen mit der Stabkönigin auf dem Kopf, ne, eine eifersüchtige Person, sehr lustlos, sehr dominant, risikoscheu, ja. Ist nicht ehrlich zu sich selbst, denkt viel darüber nach, was andere denken könnten, ist so ein bisschen fremdgesteuert von deren Energien, überheblich, im Selbstzweifel und auch sehr unzuverlässig, unflexibel. Das kann natürlich schon in gewisser Weise für Zerstörung sorgen mit dem Turm, aber es gibt da einen Durchbruch, auch bei euch hier in dieser Angelegenheit. Wie gesagt, sofern es nicht deine beiden Aspekte sind, die so ein bisschen gegeneinander grätschen, ja, hast du es hier möglicherweise mit einer, ja, Rivalin vielleicht auch zu tun. Vielleicht geht es auch um die Rivalität mit dem Herrscher, ja, einer männlichen Person. Kann eine Bewandtnis haben, muss aber nicht. Grundsätzlich wird auch hier mit dem Tod etwas abgelöst und das sorgt dafür, dass du in der Lage bist, dich hier wieder auf deine eigenen Energien zu konzentrieren mit den drei der Münzen. Vielleicht habt ihr auf Arbeit zusammen zu tun, ja, und diese Person hier gönnt dir etwas nicht. Du bleibst aber weiter in deiner Energie, führst weiter mit deinem Herzen. Du entscheidest auch mit dem Herzen, aber achte auch ein bisschen darauf, deinen rationalen Verstand zu benutzen. Dafür ist diese Herrscherenergie wieder sehr gut, ne, weil die natürlich mehr auf das Rationale geht, auf den Verstand geht und dementsprechend in der Lage ist, da schon, ja, strukturiert auch durchzugehen. Grundsätzlich geht es aber auch darum, wenn es zum Beispiel um das Thema Liebe gehen sollte, auch wenn wir jetzt hier primär sowas Großes nicht drin liegen haben, spreche ich es trotzdem an, fängt hier auch im Zwischenmenschlichen unter Umständen etwas an. Es geht ums Kennenlernen. Und auch da kann natürlich eine andere Person durchaus als Störenfried zwischengerätschen.
die ein bisschen dafür sorgt, dass, ja, wie soll ich das am besten sagen, dass Klatsch und Tratsch ein Resultat daraus entsteht und dir möglicherweise deine Qualifikation abgesprochen werden könnte. Ich habe das Gefühl, ich brauche da noch eine weitere Karte, liebes Universum, zu dieser Stabkönigin. Ja, die wird hier abgeschossen, so kann man es sagen. Zum einen kann es bedeuten, dass es wirklich bei dir eine mentale Blockade ist. Hier möchte etwas abgeschlossen werden, hier möchte eine innere Aufarbeitung stattfinden, das Gedankenkarussell, ne? Eingebildete, übertriebene Sorgen, Ängste, wirre Gedanken, so dieser lebende Kreislauf möchte hier durchbrochen werden. Zum anderen kann es sein, dass die Person für dich am Ende des Monats in Anführungszeichen keine Bewandtnis mehr hat, weil du wirklich diese Situation verlässt, dass du dich davon nicht beeinflussen lässt. Gerade wenn es darum geht, ganz gleich ob beruflich oder zwischenmenschlich, deine Ziele zu verwirklichen. Wie gesagt, Durchbruch, Zerstörung, auch hier beginnt eine Transformationsreise. Ganz gleich, ob es eine andere Person ist oder ein weiterer Aspekt von dir, den du irgendwo in dir verborgen hältst. Ist dieses Aufkommen dieser Energie notwendig, damit du hier einen Erkenntnisgewinn bekommst und weißt auch letztendlich, wie es weitergeht? Ja, Grundtenor ist wirklich, diese Energie hier im wahrsten Sinne des Wortes rauszunehmen. Besonders im Hinblick auf Wunscherfüllung, Vollendung und raus aus einer Stagnationsenergie. Hier ist definitiv Aktivierung gekennzeichnet. Da sage ich auf jeden Fall mal viel Erfolg. So, und damit gucken wir in die dritte Dekade. Liebes Universum. Was kriegen wir denn da? Die Sonne scheint. Sie macht alles leichter. Hier kommt Glück, Freude, Einfachheit, Energie. Was haben wir hier? Ritter der Stäbe. Okay, Abenteuerlust. Der Gehängte, neue Sichtweisen, neue Lebensaufgabe. Und was haben wir hier? Drei der Schwerter. Herzschmerz, Trennung, zurück zur Vernunft. Schwertkönig, ein Gegenüber zeigt sich. Ganz gleich, ob dieser ein Mann oder eine Frau ist. Könige sind immer das Gegenüber. Und du bist die Königin. Ganz gleich, ob du eine Frau oder ein Mann bist. Page der Stäbe. Flirtenergie. Vielversprechendes Angebot. Zwei der Münzen. Der Wandel. Der Turm, okay, hier wird definitiv, das ist jetzt auch interessant, ne? Dreimal der Turm in allen drei Dekaden. Aber der Turm auf dem Kopf ist tatsächlich eine Zerstörung. Also hier wird etwas radikal auseinandergebrochen. Und was haben wir hier noch? Den Hierophanten. Also, gerade in der Konstellation hier, Gehängter, Drei der Schwerter, Hierophant, geht es auf jeden Fall darum, Erleuchtung zu finden bezüglich emotionaler Blockaden. Wir haben grundsätzlich hier eine sehr, sehr positive Energie. Es wird sehr leicht. Das kann natürlich auch für einen sonnigen Zeitraum stehen, wo das passiert. Ich meine, gut, wenn man jetzt aufs Wetter guckt, ne, Juni, da ist die Tendenz schon sehr groß, dass wir doch ein bisschen mehr Sonnenzeit bekommen. Ritter der Stäbe ist eine Abenteuerlust, etwas sehr Impulsives, sehr Spontanes, ne? Irgendwas, was dich inspiriert und zum Handeln auffordert. So das Streben nach Abenteuer, ne? Sehr, sehr... Ja, da wird nicht groß drüber nachgedacht. Das Streben nach Abenteuer kann auch sein, dass es dann dafür sorgt, dass du hier mit dem Gehängten wirklich in der Lage bist, eine neue Sichtweise zu generieren. Vielleicht ist es etwas, was du vorher noch nie getan hast, ne? Einfach spontan rein ins Abenteuer aufgrund dieser Energie, die du hast. Du fühlst dich
Ha, wie ein neugeborener Mensch, diese Schwere ist rausgegangen und zack, stürzt du dich hier komplett unbedacht, nicht naiv, denk dran, nicht naiv, sondern einfach nur unbedacht, ohne dass du dir irgendwelche Sorgen machst, in ein Abenteuer. Das sorgt aber hier gerade in der Hinsicht eben für eine Lektion, für eine Lernaufgabe. Drei der Schwerter ist natürlich schon primär die Herzschmerzkarte, ist aber auch letztendlich ein Verlust der Liebe, der mal irgendwann einherging. Da braucht man auch keine Karten legen. Und jemand hat schon mal in seinem Leben definitiv den einen oder anderen Herzschmerz erlebt und ja, vielleicht auch eine Liebe verloren dadurch. Es ist hier die Chance auf Heilung gekennzeichnet und auch die Chance, eine sehr große Chance, dass hier für den einen oder anderen auch Schattenthemen ans Licht kommen. Ja, Dinge, die im Dunkeln liegen. Grundsätzlich ist das etwas, gerade mit dem Schwert König, ja, was hier sehr wunderbar gelöst werden kann und dann wieder für eine Leichtigkeit sorgt mit dem Pagen der Stäbe. Der Schwertkönig ist zwar natürlich mit Luftenergie jemand, der eher trocken ist, was die Emotionen angeht, aber durchaus in der Lage ist, so ein bisschen davon in seiner Energie zu sammeln. Der Schwertkönig ist schon eher eine Führungsperson, natürlich ganz klassisch der Verstandesmensch, sehr intelligent, sehr reif, sehr weise, aber obwohl er immer sehr faire Entscheidungen trifft und sehr für seine Integrität steht und auch gerne einen sehr harten, aber fundierten Ratschlag gibt, so ist dieser Mensch doch einfühlsam. Das heißt, er kann sich in die Situation reinfühlen. Aber er kann auch sagen, hey, ja, ich kann dich total verstehen, dass du Herzschmerz hast, aber dein Herzschmerz hat nichts mit mir zu tun. Ich möchte mit dir hier flirten, ich möchte mit dir ins Abenteuer gehen, ich habe hier ein vielversprechendes Angebot für dich. Ja, bist du nicht neugierig, das mit mir zusammen zu erforschen? Was machst du? Du sagst dir hier mit den zwei der Münzen, ja, ich bin bereit für den Wandel. Ich bin bereit, hier den wichtigen Dingen mehr Aufmerksamkeit zu schenken. Und das sind nun mal die Dinge, die in der Zukunft sind, die in der Zukunft erforscht werden wollen und nicht die Vergangenheit. Der Turm, wie ich schon sagte, ist die pure Zerstörung, wenn er auf den Kopf fällt. Aber der Turm ist auch eine Veränderung. Grundsätzlich aber auch ein Hinweis, du kannst Veränderungen nicht widerstreben. Ja, du kannst Dinge nicht verleugnen. Du kannst manchmal eine Katastrophe in Anführungszeichen auch nicht vermeiden, obwohl hier auch eine Vermeidung einer Katastrophe gekennzeichnet ist. Gefangen seinen alten Mustern zeigt es hier ebenfalls auch, ne? Dieses unterwürfig sein und vor allen Dingen kannst du gleich eben auch nicht mit Gleichem vergelten. Das sagt der Turm, wenn er auf den Kopf fällt. Der hier hat nichts damit zu tun. Und er sollte dafür auch nicht bestraft werden. Das sagt mir hier diese Energie. Und deswegen wird eine... Es ist nicht nur eine mentale oder emotionale Blockade, sondern so eine ganzheitliche Energie, die gerade in mir hochkommt. Ich kann es gar nicht in Worte beschreiben. So eine Blase wird hier zerstört und damit wird eine Katastrophe vermieden. Ja. Und mit dem Hierophanten geht es wieder zurück in die Sinnsuche, ins Lernen, ins Meistern, ne, ins eigene Vertrauen. Hier kommt Erleuchtung rein, hier wird es sich weitergebildet, ausgebildet, hier findet ein Paradigmenwechsel statt und vor allen Dingen ist der Hierophant auch quasi so die spirituelle Führung und eine Orientierungshilfe, gerade wenn es darum geht, Licht ins Dunkeln zu bringen und die Suche nach der eigenen Wahrheit fortzusetzen. Und gerade so scheint es mir hier definitiv zu sein, dass mit der positiven Energie er hier reingerätscht oder sie, kann natürlich auch eine Frau sein, also dein Gegenüber, reingerätscht, um dir etwas beizubringen, um dich etwas zu lehren, was letztendlich dafür sorgt, dass du eben hier bereit bist, auch Angebote anzunehmen, dass du bereit bist, dir das Ganze auch anzuschauen, zu gucken, okay, was ist jetzt wichtig, ne? Ganz gleich, ob es jetzt wirklich um das Thema Herzschmerz geht, um das aufzulösen in der Vergangenheit, oder ob es auch darum geht, beruflich weiterzukommen. Es kann in so einer Kartenlegung immer auf alles gelegt werden, weil auch die zwei der Münzen ja Verhandlungen sind, ne? Nicht länger jonglieren, sondern wirklich, ja,
Taten den Worten folgen lassen und dementsprechend ausgleichen, um einfach auch das zu bekommen, was du haben möchtest. Ne? Nicht mehr trüb zu denken, sondern wieder mehr in den Optimismus reinzugehen, um das Ganze auch zu vermehren. Hier ist eine Wandelenergie. Ja, aber hier wird auf jeden Fall energetisch etwas zerstört, aufgrund auch deiner Abenteuerlust. Weil in dem Moment bist du ja hier wirklich gut gelaunt vorwärts gegangen. Du hast dir keine Gedanken gemacht, was sich hier entwickelt oder nicht entwickelt. Aber dann passiert hier etwas, hier passiert eine Begegnung und zack, kommt auf einmal diese Blase wieder, die dich so einhüllt und du denkst dir so, oh mein Gott, ja, aber was ist denn, wenn dies und wenn das und wenn jedes, auch wenn es beruflich, ne? Plötzlich kommt das Angebot rein, du kriegst hier ein vielversprechendes Angebot und das kann dich weiterbringen. Du bist in der Energie der Neugier, du bist hier in der Neuanfangsenergie, im Optimismus, weil du hier diese ermutigende Botschaft bekommen hast und plötzlich kommt die Angst. Was ist, wenn ich das nicht packe? Was ist, wenn die Kollegen mich nicht mögen? Oder mich die Arbeit langweilt? Oder. Ja, hätte Fahrradkette, ne? Was, wenn das Wörtchen wenn nicht wäre, dann wäre das Leben halb so schwer. Wenn dies, wenn das, wenn jenes. Gibt's nicht mehr. Ja? Wird hier zerstört. Das kann ich sagen. Ja, wie gesagt, neue Lernaufgabe hier in der dritten Dekade. Ablösen, zerstören eines alten Paradigmas. Grundsätzlich sehr interessante Energien hier. Wie gesagt, in allen drei Dekaden ist der Turm rausgefallen, wenn auch eher hier sehr, sehr zerstörend, aber auch notwendig. Einfach um hier nicht Gleiches mit Gleichem zu vergelten, vor allen Dingen auch nicht etwas aus der Vergangenheit in der Zukunft oder mit der Zukunft ja, zu bekämpfen, um daraus wieder eine neue Katastrophe entstehen zu lassen. Damit sind wir fertig hier mit den Löwen und ich wünsche euch einen schönen Juni. Lasst mir gerne ein Like da, vielleicht auch gerne einen Kommentar. Vielleicht, wenn ihr mehr von mir sehen möchtet, auch gerne ein Abo. Das würde mich sehr, sehr freuen. So oder so sage ich für alle anderen, bis ganz bald, ihr Lieben. Ich freue mich, euch wiedersehen zu dürfen oder euch weiterhin voll blubbern zu dürfen. Und ja, bis dann würde ich sagen. Ne? Macht's gut.